Ja, da ist auch wieder Weed gewietet. Hui, hui, yippie, wuhu, yay. Ah, ein Zombie. Hopp, hopp, hopp. Ich warte ja noch auf den Tag. Da ist dann hier drin ein Zombie und der guckt dich dummer an. Und dann kommt noch ein kleiner Creepermann und der sprengt mich weg und zeigt mir, was er kann. Hier unten ist der Lichteinfallswinkel nun viel natürlicher. Trotzdem sieht man immer noch den Sonnenuntergang. Das ist nicht schön. Okay. Immerhin schon einmal. Jetzt fehlen nur noch 100.000 Einhirn wollen. Ja, ist ja klar. Ja, ja. Ja, ich krieg mir noch hin. So, Lichtbug. Hörst du auf? Ah, hier ist halt uff. Ah, hier schafft Zeit doch mal. Hier kann man auch schlafen gehen. Good morning, everybody. Hello and welcome back to Let's Play Super Hostile Minecraft Map. Ja, geh mal wieder nach oben zurück, ne? Würde ich sagen. Hopp. Schubsti. Ei, hier schafft Zeit nochmal. Schubsti. Und. Hui. Hopp, hopp, hopp. Hopp, hopp, hopp. Hui, hopp. Hui, hopp. Hui, hopp. Ich werde dafür, dass das der offizielle Sound für Minenkarten-Dingsies ist. Ach, ich habe so viel Müll dabei. Ich hätte ahnen können, dass das ein Creeper-Dungeon ist. Hatte ich das Viehzeugs-Gedöns nicht da hinten hingeklüngelt? Nee. Wenn hier Werkzeuge, das da drüben sollten aber eigentlich Werkzeuge hin. Und hier sollten so Materialien hin. Holz, Gravel, Sand. Bringt's irgendwie nicht. Ich will sortiert haben. Ich will doch nur, dass hier alles sortiert ist. Und das soll wunderschön sein. Ja, und so viel Kohle habe ich auch schon lange nicht mehr gesehen. Ja, ist doch auch successful. Stocken wir mal die hier auf und bauen uns damit genügend Zeugs. Ne, ihr wisst schon, also so. Okay, Cobblestones haben wir jetzt auch nicht so viel verbraucht. Also beziehungsweise gebraucht. Dann mal den Sandstein, den Sandystone. Hello, my name is Sandy. Die brauchen wir für drüben. Die Truhen sind so mehr oder minder Material. Meine Maus spinnt gerade so ein bisschen, merkt man vielleicht. Ja, hier so Materialkiste und hier, das muss dann auch noch in die Materialkiste. Das passt jetzt nicht mehr. Was machen wir dann mit dem Kremsel? Das muss ja auch in die Materialkiste. Das kommt mal nach da drüben. Und die gelbe Wolle und die Wolle kommen dann mal hier hin. Hier ist eigentlich mehr so Zeugs, was man von Monstern kriegt. So, dann kommt hier ein Zeugs hin, was man von Monstern kriegt. Vielleicht sollten wir für die Farben dann noch eine extra Kiste machen, unten irgendwo. Das nehmen wir mal mit. So, dann haben wir jetzt auf jeden Fall hier für die Monster so eine Kiste. Das sind die Sapelingsele. Nehmen wir das mal mit und dann gucken wir. Moment, weiß ich gar nicht. Doch, ich lege jetzt erstmal hier dieses Zeugs ab. Gibt es da sonst noch irgendwas, was ich ablegen könnte? Nee. Das war ja hier nur für die Tränke. Richtig. Haben wir nicht mehr gebraucht in dem Dungeon. Ausgezeichnet. Ein Sandstein. Und dann noch da ein Baumstamm. Und hier kommt Holz hin. Und ich wusste es, dass ich da unten schon Leitern hatte. So ein Redstone-Gedöns hatten wir dann da drüben. Das kommt doch noch da drüben hin. Und den Zaun, den können wir mal dahin packen. Bisschen sortieren. Nur ein bisschen. Glowstone kommt hier hin. Und nochmal mehr Sand. Wir haben mehr Sand. Oh mein Gott, wo ist der Strand? Ja, die wollte ich ja mitnehmen. Das ist alles okay. Es hat seine Richtigkeit. Hatte ich die... Hä, Moment, war da nicht auch? War hier nicht auch? Oh, nee, das habe ich schon mitgenommen. Okay, okay, gut. Dann ist alles okay. Ich bin nur ein bisschen verpeilt. Das wollte ich mitnehmen. Das kann hier dranbleiben. Na, das mit den Büchern. Na, das ist ja schön. Na, willkommen. Das sind Bücher. Das ist ja klasse. Das ist ja super. Das ist ja super. Das ist ja voll super, Mann. Hahaha. So machen wir das doch. Und dann können wir jetzt auch gleich mal wieder aus Kohle und Stöckern frische Fackeln machen. Den ganzen Berg. Ja, so viel braucht man auch gerade. Ist klar, Honey. So, und den Lava einmal packen wir mal nach da oben hin. Dann machen wir es dann so. Ach, hier haben wir noch einen von diesen Klötzen, die keine Sau braucht. So. Ja, den brauchten wir jetzt eigentlich auch nicht. Ach, verdammt, da kommt die Holzschale hier hin. Ein bisschen sortiert. Ich hätte es einfach gerne ein bisschen sortiert. Ich nehme einfach mal Holz mit. Jetzt müssen wir mal den nächsten Dungeon suchen. Dungeon Nummer 6. Hatten wir den da drüben gesehen? War das da drüben der Dungeon Nummer 6? Suchen wir uns den Dungeon Nummer 6 dort. Wir haben ja nichts zu verlieren außer unser Leben. Schon wieder. Ja, ich weiß. Wenn ich sterbe, ärgere ich mich total. Aber da können wir auch nichts dran ändern.
So, jetzt haben wir diesen total tollen Aufstieg über diesen Weg hier. Mit dem Lavasee, das ist voll ungefährlich und so, ne? Wisst ihr Bescheid? Hier, vorsichtig. Ich bin nicht lavaschwindelfrei. Es ist schon toll gebaut, kann man nicht anders sagen. Aber man hat schon so leichte Panikattacken, wenn man dann hier über die Lava so schwebt. Also jetzt nicht so, dass man denkt, oh mein Gott, ich werde verbrennen. Sondern mehr so, mi, 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 mi. Also das ist die Form von Panikattacke, die ich kenne. Das nennt sich mi, 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 mi. Mi, 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 mi. Oh Gott, das sind Löcher. Mi, 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 mi. Area. Raid Shadow Citadel. Ich sehe da ganz viele Spawner, toll. Das fängt ja schon mal so an, dass ich da unbedingt hin will. La. La 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 la. Trollololo, trollolo. Trollolololo. Dann packen wir mal hier in den Boden was rein, damit ich da nicht noch reinfalle, so wie ich mich kenne, passiert das nämlich sonst. Dungeon Nummer 6, Dungeon Nummer 7 und Dungeon Nummer 8. Da können wir ja gleich 3 auf 1. Ach richtig, die hatten wir schon mal reingeguckt, ne? Oh ja, hier, das sieht ja auch einladend aus. Da kommt man auch voll gut zu dem Dungeon. Na, 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 na. So, jetzt bin ich mal gespannt. Hallo? Hallo? Ich bin dunkel hier, Moment. Macht ja auch nicht besser. Fuck. 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 Kann ich nicht da oben lang? Ich will lieber da oben lang. Ah, ich muss, glaube ich, da rein oder so. Spawner! Schnell lauf, schlauf, lauf, Honey, lauf, 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 Honey, lauf. Was ist denn hier? Jetzt geht's da rein. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ein Zombie-Mob! Hopp, weg. Ei, schleich die. Hier, schon, Zeit noch einmal, schleich die. Zack. Hallo, lieber Zombie. Zombie, Zombie, Zombie. Tot? Da war ja einer um die Ecke. Hab ich nicht gesehen. Mi, 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 mi. Oh, da geht's noch weiter. Hallo, guten Tag. Freut mich sehr, Sie kennenzulernen. Ah, freut mich echt. Freut mich total. Ey, ich bin super excited. Oh, ich bin so excited. Ey, Daumen hoch, Mann. Ey, für ein Zombie hier. Ey, super. Ey, Daumen hoch. Ey, finde ich voll krass. So, wir können uns erstmal keiner von hinten auf den Kopf laufen. Hier ist zufällig einer. Hat uns Skelett gehört. Nee. Sind hier einfach nur zufällig Zombies gespawnt oder gibt's hier Spawner? I do know. Hello? Hello? Hello, it's a me, Hannibal. Ah, das ist ein Skeleton. Ein Skeleton-Non. Hallo? Hallo? Aua, aua, voll ins Gesicht. Och Mann, das ist nicht nett von Ihnen. Warum sind Sie so gemein? Dann brennen Sie halt. Muss ich da lang? Gibt's da noch einen Weg? Stimmt einfach mal. Oh, was gibt's denn hier? Ach, da geht's raus. Oh, da will ich aber gar nicht hin. Hier geht's also einmal innen drin im Kreis. Oh mein Gott, das sind die Zombie-Monster-Armeen. Das sind zwei gewesen und war vielleicht hier doch irgendwo ein Spawner. Das kann ich nicht beurteilen. Das ist das reinste Labyrinth. Muss das denn sein? Oh, da geht's nach innen weiter. Sitze ich einmal hier und esse ein Brot. Nom, 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 nom. Okay, gut, dann hier. Und da kamen wir. Gut. Success. Ausgezeichnet. Okay, dann hier weiter. Wirklich? Will ich das? Echt? Ich will doch zwar ein Skelett. Ist das vielleicht doch so, dass die Dinger dann auch nachspawnen? Ist das Spawner? Ich weiß es nicht. Burn. Der stöhnt ein nettes Burn-Geräusch. Oh mein Gott. Na, das ist ja toll. Oh, da freut man sich. Ach, wenn einem so ein Viech auf den Kopf fällt. Ach, ist das aber besonders aufregend. Ach, ist das lustig. Okay. Gut, wir leben. Wir leben. Bäh. Hallo? Hallo? Guten Tag. Ich bin die Honeyball. Ich komme dann mal hier rum. Und grabe mich mit der Spitzhacke vorwärts, weil die Eingänge breiter angenehmer sind. Okay, jetzt bin ich oben. Das ist schon mal gut. Was ist denn das überhaupt für eine Map?
Wer hat sich das denn ausgedacht? Das ist mein Tod. Mein Tod, 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 Tod. Da brennt ein Skeleton. Da geht's nach oben. Hallo? Da geht's raus. Hier geht's rein. Um die Ecke. Du, 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 du. Schrecken Sie mich gefälligst das nächste Mal nicht so.